Aber wir können es uns mal angucken, weil er fällt ja schon sehr ideal. Der fällt wirklich ideal. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Bridge Constructor Portal. Wir sind in Kammer 44, Würfelkunststücke. Ich bin gespannt. Schauen wir rein. Remember, oh, hi. The Aperture Science Bring Your Daughter to Work Day is the perfect opportunity to have her participate in the Test Vehicle Slalom. Ja, ja. Also, Grüße gehen raus an alle meine Töchter. Stellt euch auf was ein. Nehmt Knieschützer mit, definitiv. So, testen. Was passiert denn? Hier unten kommt ein Cube raus. Da oben kommt ein Cube raus. Okay. Okay, lasst mich denken. So. Wenn ich hier fahre. Ach so, okay. Ich verstehe. Also hier haben wir wieder so ein Wechselding. Und die ersten müssen hier im Prinzip rüber und hier reinfahren. Und dann haben wir die dazwischen als Zahnrad hier unten in Gelb reinfahren und dann hier rüber müssen in Rot. Und hier kommen beide raus und werden zusammengeführt. Okay, das habe ich verstanden. So, dann haben wir Würfel Nummer 1, der hier rauskommt, der muss hier drauf. Und dann haben wir Würfel Nummer 2, der muss dahin. Und der kann hier nicht durch, sehe ich das richtig? Das muss ich einmal testen. Der geht, glaube ich, kaputt, ne? An dem Ding. Ja. Okay, das heißt, wir haben hier gar keine Wahl. Unser Würfelfreund muss einmal hier heruntergebracht werden. Warum reicht denn das nicht? So. Testen. So, der muss einmal hier runter. Damit er hier hochfliegt. Und dann kann ich ihn hier irgendwie rüberleiten. Ja, im besten Fall einfach so, ne? So. Und so und so und so und na, komm, snap, so. Hält das? Ja, das wird schon halten. So, nur um zu gucken, ob das klappt. Er fliegt hier und er fliegt hier weit, aber nicht weit genug. Okay, alles klar, verstanden. Also, wollen wir das Ganze versuchen, so zu regeln. So, vielleicht können wir ihm die Flugbahn so ein bisschen manipulieren. Er fliegt weit, aber nicht weit genug. Okay. Aber wir können ja ihn problemlos hier auffangen. Eigentlich. Aber zwischen Theorie und Praxis herrscht ja oft ein Disput, der kaum zu ertragen ist. So, wir können das auflegen. Dich können wir doch eigentlich auch auflegen. So. Und dann so. Das müsste doch halten. Ja, nur tut es das hier nicht, aber jetzt schon. Vielleicht können wir ihn hier auffangen und er rutscht dann in die Ecke, wo er hin soll. Das wäre eigentlich ganz super. Ja, perfekt. Okay, das geht schon mal auf. So, super. So, jetzt lass mich nochmal gucken. Das hat doch vom Timing her, treffen die sich doch hier, ne? Die treffen sich sogar ziemlich gut.
Das heißt, wir nutzen das zu unserem Vorteil. Irgendwie. Und gucken mal, ob wir den Würfel hier fangen können. Können wir. Und er kommt sogar an. Geil. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir den irgendwie, ob wir das Ding irgendwie hier gefangen kriegen, also den Stapler. So, können hier noch ein bisschen Stabilität reinbringen. Eins nach unten. So. Und noch ein Dreieck hier drauf. Das muss hier sehr stabil sein, weil der muss ihn ja fangen. Oh, das wird nicht halten. Aber wir können es uns mal angucken, weil er fällt ja schon sehr ideal. Der fällt wirklich ideal. Das heißt, wir können hier ihn einfach hochfahren lassen. Mit ein paar Dreiecken. So, so. Darfst du bis hierhin? Ja. Cool. So, haben hier noch was zum Kontern. Und dann ist die große Frage, ob er ihn fangen kann, richtig? Aber das sah ja eigentlich ganz gut aus. Die Frage ist nur, was passiert im Konvoi mit weiteren Dingern? Aber das geht auf. Das geht auf. So, dann können wir hier eine kleine Schanze reinbauen. Jetzt müssen wir uns um den anderen hier unten kümmern. So, mit der Schanze. Also der kommt oben hier oben an. Da mache ich mir nochmal schon mal keine Sorgen. Jetzt müssen wir nur ihn dazu kriegen, dass er hier gut fliegt. Und das tut er. Der fliegt ja richtig gut. So. Und legen das einfach auf. Beziehungsweise machen hier Dreiecke rein und legen es dahin. Ich denke, das könnte schon ganz gut klappen so. Und wenn er dann hier oben reinfährt, dann müssen wir nur noch hier oben den Connector irgendwie richtig bauen. Und hier kommt dann natürlich, ja, der kommt, der fährt gut. Und sie kommen beide an. Okay. Dann will ich, dass du springst. So, mal gucken, ob er richtig springt. Das müssen wir natürlich jetzt erstmal herausfinden und können uns dann um den roten kümmern. Aber ich denke schon, der wird hier gut drauf fahren und wird dann hier diesen kleinen Sprung machen. Das wird, denke ich, klappen. Das wird, denke ich, sehr gut klappen. Ja. Okay, dann. Ja, du musst eigentlich sehr viel steiler kommen. Das ist wahrscheinlich zu steil. Vielleicht muss ich ihn auch schon früher hochfahren lassen. Das muss ich mir jetzt mal genau angucken. So, du nicht fahrbar, du und du schon. Und dann müssen wir uns das mal angucken, aber das wird, glaube ich, das wird nicht gut. Das wird nicht gut enden. So, ich finde es aber schön, wie gleichzeitig sie ankommen, ne? So, doch, der kommt gut. Der kommt gut, ja, super. Okay, aber ich muss hier unten natürlich noch ein bisschen optimieren. So. Ich drücke einfach mal auf Konvoi. Ich muss ja auch gucken, wie der zweite hier springt. Der den Cube nicht mehr abkriegt. Das wird nämlich auch noch zum Problem. Der fährt nämlich sonst hier oben drauf rum. Dann machen wir das hier einfach nur sehr viel kürzer. Es muss ja nur der Cube, es reicht ja, wenn der Cube knapp ankommt. Also der Rest ist ja unwichtig. Das Ding brauche ich, ne? Das brauche ich für den Cube, oder? Dann ist die nächste Frage, ob wir dieses Stück da überhaupt brauchen. Aber ich glaube ja. Ja. Okay, also nochmal ein bisschen anders. Wir fangen den Cube einfach hier oben.
gucken, ob wir den so auffangen können und ob die anderen dann hier unten drunter durchfliegen. Das ist nämlich das eigentlich Wichtige hier. Nee. Nee, das muss noch höher. Okay. Okay, okay, okay. Also noch höher. Höher. Hallo. Hallo. Höher. So, höher, 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 höher. Höher, schneller, weiter. So, ein kleiner Test. So, er dotzt ihn. Und ja, Cube locker. So, okay, das heißt, wir können hier noch viel höher. So, dahin. 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 So, so, dido, dido. So. Oh nein. Okay, also mehr Stabilität in die andere Richtung. Oh Gott. Nee, das wird weiter hier nichts, aber gut, dann machen wir hier noch ein kleines Netzchen rein. So, und komm, wir ziehen es durch, dann müssen wir nicht mehr so viel rumtesten. Ziehen das Netz einmal nach oben durch. Da, hier ist zu viel Gewicht drauf. Hier, auf dem. Also, was lernen wir daraus? Manchmal muss man vom Sofa aufstehen, um auf dem Sofa sitzen bleiben zu können. So, beim ersten gar kein Thema. Der zweite, ja, die fallen jetzt auch gut. Die fallen sehr gut. Die Brücke hält. Und sie kommen alle an und fahren auch alle richtig in... Nein. Der letzte, natürlich. Also so. So, nochmal probieren. Das war knapp. Aber hey, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und wir sind sogar richtig, richtig gut in der Zeit mal wieder. So, flup, flup. So, ihr kommt alle an. Und der letzte war hier das Problem, der kommt aber jetzt auch an. Und das war ja unser Konvoi. Super. So, ich gucke auf die Uhr. Komm, wir haben heute noch so viel Zeit. Wir gucken uns die nächste Kammer schon mal an. Aber wir werden sie wahrscheinlich nicht schaffen. Mehr Achievements, die kommen jetzt schon. 45, Energiekapselsturm. Oh Gott. Na, das kann ja wieder was werden, ne? So, wir gucken es uns schon mal an. Was passiert denn hier? Ja, alles klar, ne? Okay. Wir müssen zwei Kapseln mitnehmen. Ah, halt, nein. Müssen wir nicht. Wir müssen hier auf den Knopf drücken. Okay, wir müssen also die Stapler hier irgendwie durchfliegen lassen, ohne dass sie tot gehen. Auf den Knopf drücken, dann gehen hier zwei los und die müssen wir dann hier rein drücken, dann geht hier der Laser aus. Okay, dann würde ich doch sagen, wir probieren es einfach mal drauf los. Alles andere macht nämlich gar keinen Sinn. So, wir probieren einfach mal einen hier voll reinfliegen zu lassen. Okay, also höher. Okay, das klappt nicht, also noch höher. Einen höher noch. So, und dann bauen wir hier ein Stück rein. Ungefähr hier vielleicht. So. Und so. So, klappt das? Ach so, der leitet die dann ab. Okay. Aber das sieht ja eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus, was hier gerade passiert ist. Da sage ich natürlich nicht nein zu. So, wir können es natürlich auch noch nach unten aufstützen, was ich sehr gut finde. So und so. Und gucken wir mal, was passiert, weil das sieht ja eigentlich schon mal ganz passabel aus, was hier passiert. Ja, er drückt drauf und sie kommen. Okay.
Okay, dann knallhart eine Brücke durchgezogen. So, hier müssen wir aufmachen. So, und hier müssen wir aufmachen. Der Rest kann und soll bitte fahrbar sein. So, und jetzt wird's richtig dreckig. Mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, diese Konstruktion versuchen wir noch. So, hier müssen wir definitiv noch so ein Dreieck reinsetzen, denn da müssen wir ja unseren Umlenkemechanismus reinbauen. So, genauso wie hier. So, Dreiecke, Dreiecke, emsige kleine Dreiecke. Nee, du von unten nach da oben. So, okay, das sollte so klappen. So, wir ziehen es einmal durch und werden wahrscheinlich gleich merken, dass das nie im Leben halten wird. Aber wie wir ja wissen, Versuch macht erstmal klug. Fahren. Ja, die wird hier unten zu schwer. Okay, das können wir aber ändern. Das können wir aber durchaus ändern. Wir können hier Dinge auffliegen lassen. So und so und so und so. Und dann sieht das schon anders aus. So, der kommt durch, problemlos. So, kann der auch hier drüber springen? Ja, auch problemlos. Und da auch problemlos. Okay, das ist schon mal cool. Das ist schon mal sehr cool. So, dann machen wir das kleine Stück hier noch fahrbar. Und dann müssen wir eigentlich nur versuchen, da sowas zu machen. Und hier noch sowas in der Art. Das müssen wir halt gleich noch feintunen. Und müssen gucken, dass wir die einfach hier oben reingeschossen kriegen. Das ist alles. Und dann haben wir's. Dann haben wir es. So, ihr müsst hier rauskommen und einmal nach oben gelenkt werden. Okay, es klappt bei beiden nicht. Also du nach da und du nach da. Ich gucke auf die Uhr. Ich würde das gerne tatsächlich noch in diesem Part schaffen. Und ich halte es tatsächlich für möglich gerade. Muss ich gestehen. So, also das sieht schon mal gut aus hier unten. Ich hoffe, beim Konvoi klappt das auch so gut. So, er kommt an. Okay, er kam nicht an. Leider habe ich nicht aufgepasst, was hier nicht stimmt. Ich werde aber mal das hier versuchen und gucken, was passiert. So, also rechts, der passte, glaube ich, ne? Und links, der passt jetzt auch. Okay, und damit haben wir es. So, mal gucken, ob 6 Stück auch funktionieren. Konvoi, das wäre überragend, wenn er das noch hinkriegt. So, er springt. So, die Brücken halten ja auch alle. Müssen hier unten. Was wirklich wichtig ist hier unten, ist, dass das Timing passt. So, und dazu muss man mal sagen, wir können ja auch hier einfach fahrbares Zeug draus machen und dann kommt der hier gar nicht erst raus. Der war nämlich gerade das Problem. Der hat nämlich meinen Stapel abgeschossen. So, und wenn die anderen nämlich alle passen, dann mache ich mir da gar keine Sorgen. Und wenn dann oben gleich die Brücke bricht, was ich aber nicht glaube. So, der kommt durch. Ja, und er hier kommt auch durch. Okay, und sie kommen oben auch drüber alle? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Freunde. Das sieht sehr gut aus. Und das war die 45. Das ging doch. Schlag auf Schlag geht das hier. Okay, und damit haben wir heute wieder eine etwas längere Folge und sogar zwei Kammern geschafft. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder in der 46. Ich war ja Mossi, auf Wiederkuscheln und ciao!